So, wir beobachten die Lebensmittel weiter, die Stoffe. Das ist so grenzwertig mit den Stoffen. Gewürze fallen auch gerade ab. Vom Glauben. So, wie gesagt, wir machen das immer ja ganz entspannt und gemütlich. Wir gehen das in aller Ruhe an. Dieses leidige Thema hier. Nein. Ich bin am Überlegen, also der wäre da viel besser. Hätte ich da oben viel mehr Platz, da könnte ich eigentlich... Und das Ding ist eigentlich auch total bescheuert platziert. Hier könnte ich halt... Wobei ich da halt die Reihe gerne voll machen würde, dann hätte ich hier oben nämlich wieder Platz. Und dann könnte ich da überlegen, ob ich da nicht irgendwas mit scharfen Zauber. Das können wir echt probieren. So, also was ich ja guck, was ich hier machen kann, also ich kann jetzt hier eine Rinderfarm hinsetzen. Die würde genau hier reinpassen. Dann würde ich den Pfad da unten zerstören. Könnte hier oben einen Metzger hinsetzen. Der müsste halt immer da lang laufen. Der Metzger würde die beiden bedienen, den und den. Und dann könnte ich hier noch eine hinsetzen. Und dann würde der Metzger halt die beiden bedienen, den da und den da. Und dann hätte ich die beiden von da oben wieder und dann könnte ich die da oben abreißen. Aber dafür müssen wir erstmal gucken, dass sich unsere Lebensmittel wieder stabilisieren. Was ich eigentlich schon den Eindruck habe, dass es passiert. Die Stoffe könnten grenzwertig sein. Es kann gut sein, dass es gerade ausreicht. Aber wenn wir halt weiter wachsen wollen, dann brauche ich auf jeden Fall noch mehr Stoffe. So, ich würde halt ganz gerne eigentlich erstmal alle entwickeln, damit ich diese ganzen Kackbedürfnisse von diesen kleinen Fuzis nicht mehr bedienen muss. Und Stoffe brauche ich auch noch für die Schiffe. Dafür brauche ich diese beschissene Insel hier. Da kann ich nämlich Schafe anbauen bis zum Abwinken. Eigentlich. Da kann ich Schafe anbauen, dann kann ich da hinten, ne, Schneider bei mir auf der Festnetzinsel. Da kann ich dann... Also hier kann ich Stoffe machen. Tonnenweise Stoffe. Kann ich bei mir auf der Festinsel sagen, ey, ihr kommt alle wieder weg. Ich kerr die Stoffe rein und ich verschneide euch. Und dann brauche ich auch nicht 15 von den Dingern, sondern nur einen, der halt das wirklich effizient macht. Und eine Schneiderei, die dann wirklich aus meinen Stoffen Kleider machen. So, was sagen die Lebensmittel? Wir beobachten das weiter, denke ich. Also so wirklich begeistert von den Lebensmitteln bin ich jetzt noch nicht so hundertprozentig. Ja. Okay, warte mal, das wäre... Ne? Das wird passen, okay, alles klar. Ja, ich habe gerade hier ein bisschen im Kopf vor mich hingerechnet. Hier könnte man nämlich so Schneidereien hinpatschen. Und das wäre die Sache mit den Lebensmitteln. Die können wir eigentlich jetzt schon machen. Kohle kriegen wir genug. Das ist jetzt nicht das Ding. Da würde ich eigentlich fast sagen, yo. Wie gesagt, die Stoffe wirken gerade stabil. Stabiler als andere Dinge. Wobei ich jetzt erstmal meine Gewürze aufpepeln will, bevor... Ne, komm, das machen wir jetzt. Also einmal du. Dann muss ich den Weg hier aufräumen. Zack, 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 zack. Du und du kannst weg. So, euch will ich jetzt nämlich nicht mehr haben. Könnt ihr hier rüber. So. Du kannst auch dahin. Okay, und dann würde ich eigentlich ganz gerne... Den Metzger machen wir noch nicht. Den Metzger machen wir später. Dann würde ich ganz gerne den hier so hinsetzen. So, dann seid ihr beide die Metzger. Und dann kann nämlich hier... Da ein Metzger hin. Oder vielleicht sogar da. So...
Dann würde ich den Weg und den Weg wegmachen. Dann kann da der Fleischer hin. Der würde so reingehen. Ich will ihn gern so machen. Damit wir halt nur ein Feld von dem Ding haben und da hinten noch alles passt. Genau. So. Gut, also dann haben wir theoretisch den da für den. Den da für den. Auch wenn der jetzt woanders hingegangen ist. Und den da für den. So. Also lebensmitteltechnisch sollte es dann irgendwie hinhauen. Die da oben lasse ich jetzt erstmal. Für den Anfang lasse ich die da oben erstmal. Aber ich denke, ich mache trotzdem genau den Plan, den ich jetzt hier unten hatte. Auf der Insel kann ich ja jetzt beliebig bauen. Das heißt, ich würde jetzt eigentlich mal hier die Bäume abreißen. So. Und dann würde ich auch hier die Bäume abreißen. Naja, den Kai will ich eigentlich nicht abreißen. Ich mag den Kai. Na gut, die hätte ich eigentlich lassen können. Damit es auch noch ein bisschen Inselfauna gibt. So. Dann kann ich in der Theorie sagen, Schafe. Einmal, zweimal. Das Volk bekommt kein Baumaterial. Ja, das weiß ich. So. Ich bin eigentlich am Überlegen, wie gesagt, wir wollen eigentlich das möglichst optimal platzieren alles. Das ist natürlich eine Kackinsel hier. Also. Ja, dann bin ich am Überlegen, ob ich nicht sage, okay, hier gibt es dann wirklich hier irgendwo. Ich krieg irgendwie vier unter. Und dann kommt halt eine Weberei hin. Eins. Zwei. Drei. Vier irgendwie. Also wie viel sind? Es sind ja drei. Eins, zwei, drei, vier, fünf müssten es dann ja sein. Wie gesagt, dadurch, dass es ja hier oben ist, kann ich das natürlich auch hier ein bisschen verschieben. Und dann muss ich halt wirklich da oben bloß eine Schneiderei hinpatschen. Oder eine Weberei. Die halt diesen gesamten Bereich einzieht. Und dann ist das eigentlich auch schon erledigt. Und dann hole ich halt Stoffe ab. Kann ich überhaupt schon eine Weberei bauen? Schneiderei, Weberei. Ja, wunderbar. Kein Problem. Kanonengießerei kann ich auch schon machen. Und der fährt eh da vorbei. Dann wäre das eigentlich wirklich nicht so blöd, wenn ich jetzt hier sage, tschüss. So. Wie gesagt, dann probieren wir das hier eigentlich möglichst maximal irgendwie hinzukriegen. Also einmal du. Du bist da auch ziemlich easy peasy. Du. Und hier unten irgendwie. Ja, easy peasy. Okay. Dann würde ich zu dir hier sagen. Zack. Da war's. Ich hoffe, ich habe noch genug Ressourcen. Natürlich nicht. Holz und Steine. Okay. Bom, bom. So, hier kann man nochmal schauen, wie es jetzt mit den Lebensmitteln aussieht. Viel besser. Gewürze ist auch noch okay. Tabak wird nicht verbraucht. Das heißt, den kann ich sogar verkaufen. So, und was war mit den Stoffen jetzt? Wie gesagt, ja, die gehen zurück. Die gehen zurück. Das heißt, es war ein guter Plan, das genauso zu machen.
Okay, dann würde ich hier doch mal sagen, zack, hol doch mal. Nee. So. Dann wäre der hier da. Da lädst du bitte aus. Aber nicht da. Hier bitte. Und da lädst du bitte aus. Den da. Und hier würdest du dahin fahren und... Hm? Bitte ausladen das Holz und bitte ausladen Steine. Und hier lädst du bitte noch ein Steine. Und zwar 10 Tonnen. Genau. Das müsste passen. Dann kriege ich Holz und Steine. So, und du müsstest ja jetzt schon dahin gehen. So, die Schafe, die machen jetzt ein bisschen was Ineffizientes. Ein bisschen. Aber das ist okay. Für den Anfang ist es okay. Und dann ändern wir nachher die Route und sagen, dass wir Stoffe abholen wollen. Theoretisch können wir auch Werkzeuge einsammeln. So, auf jeden Fall hätten wir da dann auf jeden Fall eine Schaffarm. 58, ja, du liegst halt nicht so gut. Du liegst halt teilweise auf Sumpfland. 58. Okay, das braucht noch einfach die Zeit, dass es wirklich eine Auslastungszunahme ist. So, und die Lebensmittel erholen sich. Tabak ist okay. Gewürze erholen sich, das ist gut. Platz da oben hätten wir also noch für Gewürze. Wir können da theoretisch noch Gewürze hinbauen, aber das will ich jetzt eigentlich gerade gar nicht. So. Ah, wunderbar. Da fährt einer eine Route an. Und lädt Holz aus. Perfekt. So, dann können wir eigentlich die Route für den schon mal wieder anpassen. So, du kannst jetzt nämlich weg. Dich brauchen wir nicht mehr. Du hast alles eingeladen. Du hast da oben gar nichts mehr. So, dann holen wir da noch Steine. Dann können wir den Spaß dahin bauen. Und dann hätten wir das auch geschafft. Bam, 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 bam. So. Tam, tadadam, tadadam, tom, 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 tom. Ah, er ist schon wieder auf dem Rückweg, das ist auch gut. So, dann bringt der uns nämlich nachher sowohl als auch. Also Tabak und, wie heißt denn der andere Spaß? Stoffe, genau. Und dann können wir die Sache mit den Lebensmitteln hier jetzt genau sogar so lassen, wie sie gerade ist. Und hier hinten müssen wir uns halt wirklich überlegen, ob wir da nicht noch was Pfiffiges hinbauen. Bam, bam, bam. So, und dann würde ich eigentlich auf Kaufleute gehen wollen. Damit wir da endlich mal Köpfe mit Nägeln machen. So, der ist noch Alkohol. Kann ich schon eine Universität bauen? Nee, natürlich nicht, ne? Ne, Universität ist ja Kaufleute. So, das heißt Badehaus. Badehaus will ich jetzt aber eigentlich noch nicht haben. Der Arzt war da ein bisschen ungeschickt platziert. Den hätte ich eigentlich eher da oben hin platzieren sollen. Der Arzt wäre hier viel sinnvoller gewesen. Oder sogar da. Wenn nicht sogar... Da. Nee, da eigentlich nicht. Da wäre Sinn. Ne?
Da. Da wäre der Arzt eigentlich am sinnvollsten. Geht die Straße da durch? Die geht da durch. Ja, da ist ja auch noch ein Kirchen. Ey, da ist ja auch noch ein Kirchen. Da müssen wir drüber nachdenken. Ah ja, die habe ich ja gesehen, ne? Ja. Blödsinn. Ja, genau, die war ja direkt daneben der Schule. Das heißt, da könnte ich theoretisch den Arzt hinbauen. Der wäre da ja eh sinnvoll gewesen. Ach nee, der war ja auf der anderen Seite sinnvoll. Da war ja der Arzt nicht sinnvoll. Wir können mal gucken, was passieren würde, wenn ich den Arzt da hinsetzen täte. Da käme er bis da hinten. Nee, das wäre nicht sinnvoll. Hier käme der Arzt. Ja, das wäre okay. Nee, das wäre echt okay. Da diesen Siedel abreißen und da den Arzt hinsetzen. Das wäre eigentlich echt sinnvoll. Dann können wir da noch eine neue Siedlung hinsetzen. Das wäre echt sinnvoll. Okay. Also, das heißt, wir reißen jetzt diesen Siedel ab. Bauen da den Arzt rein. Und reißen diesen Siedler, diesen Arzt ab. Den brauchen wir nämlich. So. Dann können wir theoretisch da noch einen Siedler hinsetzen, aber das juckt mich gerade nicht. Hier oben. Ne, hier unten müssten wir jetzt unsere Webstube bauen können. Also unsere Weberei. Pam. Super.